Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Am 1. Juli bestritt der 1. FC Saarbrücken sein erstes Vorbereitungsspiel. Gegner auf der Anlage des SV Losheim war der FC Viktoria Rossport, trainiert vom ehemaligen FCS-Profi Martin Forkel. Das Spiel endete 4:0 für die Blau-Schwarzen durch die Tore von Biada, Breuer, Shahin und Kerber. Nach der Partie sprachen wir mit dem Jugendspieler Rani Abdenur und Patrick Schmidt. Erste Mannschaft ist immer wunderbar. Für mich, es war ein großer Moment. Ich habe gekommen, gutes Spiel, ich glaube, ich habe gemacht. Und alles, die Team super mit mir, mit den Jungen. Und ich liebe Saarbrücken. Und alles gut, danke schön. Frankreich, En Bureau. Ah. Ouais. Die Nummer 39. Genau. Das ist kein Zufall. Jeder weiß ja, dass irgendwie die PS9, dieses Kürzel hier ein bisschen Präsenz hat. Von daher war mir wichtig, PS9 und 30 dann auch irgendwie aufrecht zu erhalten. 3 war meine erste Nummer, mit der ich überhaupt angefangen habe, Fußball zu spielen. Von daher hatte die auch noch eine kleine Bedeutung. Ja. Und da wurde es halt die 39. Und das passt ganz gut zu jemand anderem, der dann vorher auch im Sturm gespielt hat. Ne? Oder war das überhaupt gar keine Überlegung? Das war jetzt gar keine Überlegung. Ist Zufall, wird von außen dann wahrscheinlich jetzt ein bisschen was draus gemacht, aber war die einzige Nummer mit 9 noch, die irgendwie frei war. Und wie gesagt, mir ging es einfach um dieses PS9 und 30, kann man dann so ausklingen lassen. Genau. Sag mal, erstes Spiel, erinnerst du dich noch an dein letztes Spiel für den FC? Ungern erinnere ich mich aber dran. Natürlich, 1860, Rückspiel, geht wahrscheinlich nie wieder aus dem Kopf. Nee, das haben viele, viele noch präsent und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb du so tief in den Köpfen verwurzelt bist, der FC-Fans, weil das ja ein unglaublicher Auftritt war, trotz Verletzung. Ja, ich will gar nicht, das ist Vergangenheit, wie gesagt, will gar nicht groß darüber reden. Jeder weiß, dass ich mich für den Verein immer zerreißen werde und wie gesagt, alles reinhauen werde, was in mir drinsteckt. Das habe ich aber für andere Vereine auch gemacht. Das steckt einfach in meiner Natur. Ja. Wie gesagt, ich will gar nicht über jetzt irgendein verlorenes Relegationsspiel reden. Wir sind jetzt 5 Jahre später. Wir haben eine geile Mannschaft und ich freue mich einfach auf die Zukunft. Ja. Und das sieht auch gut aus. Ne? Ich meine, du hast einen kurzen Eindruck jetzt gehabt von der Mannschaft. Erste Spiel, immer schwierig zu sagen, aber was wir da heute gesehen haben, gerade die erste Halbzeit war schon mal sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ja. Bereits am Freitag konnten wir nach dem Training ein Interview mit Patrick Sontheimer führen. Hallo Patrick. Hallo. PS ist die Abkürzung, ja? Genau, richtig. Und jetzt gibt's die zweimal, ne? Kommt ihr in der Kabine irgendwie durcheinander jetzt? Nee, das kriegen wir geregelt. Ich glaube, dafür sind wir alt genug. Ja. Wie ist denn dein Weg hierher gekommen? Wie hat sich das entwickelt, dass du jetzt vor uns stehst? Der Trainer hat sich sehr um mich bemüht, hat mir den Weg hier aufgezeigt und ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Ich hatte Bock auf Saarbrücken und freue mich jetzt hier zu sein. Ja. Wie war es vorher bei Viktoria? Hast du gespielt? Ein sehr guter Verein, gut geführt und auch stabil insgesamt. Da hast du die ganze Zeit durchgespielt, ne? Ja, ist das der Plan auch für Saarbrücken? Im besten Falle ja. Ich glaube, wir haben mit Viktoria Köln haben wir uns stetig weiter verbessert. Der Verein hat sich entwickelt und ja, ich hatte da eine schöne Zeit und hoffe, dass ich da hier in Saarbrücken anknüpfen kann. Ja. Jetzt hast du ein paar Tage hier verbracht. Kannst du schon signifikante Unterschiede, auch was die Mannschaft anbetrifft, feststellen? Ja, die Mannschaft ist super. Das hatten wir in Köln auch schon, super Miteinander. Ich glaube, das ist auch wichtig in der Liga, um dort zu überleben, um dort einen richtig guten Fußball zu spielen und auch erfolgreich zu sein. Und ja, klar, das Drumherum ist alles ein bisschen größer. Man sieht ja hier das Interesse am FC Saarbrücken ist größer. Aber ich habe da Bock drauf. Ich freue mich auf die Aufgabe und wir werden die Stadt dann bestimmt auch mal ein bisschen ausgiebiger erkunden. Das hat sie noch nicht machen können bisher, oder? Ja, ein bisschen, aber ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben da. Okay. Genau.
Wie ist so deine Planung jetzt in der Zukunft? Hast du schon Wohnung und all diese Dinge? Ist das schon? Wir sind auf der Suche, aber ja. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt dann über die Bühne geht. Hoffentlich Ende vom Trainingslager, dass wir dann den Umzug vollziehen können. Und dass dann alles ein bisschen geklärt ist, das drumherum. Ja. Und wir uns komplett wohlfühlen können hier. Und ja, dann wird das Augenmerk auf den Fußball gerichtet, auf jeden Fall, dass da alles klappt. Ich glaube, dafür sind die Rahmenbedingungen hier super.